Sie lauern überall. Und sie können lebensgefährlich sein. Ich würde heute nicht in dieser Situation sein, wenn mein Vater gewusst hätte, dass das den Tod bringen kann. Dann hätte ich das natürlich nicht anfassen dürfen, das ist ja klar. Asbestfasern. Jahrzehntelang war Asbest überall im Einsatz. Heute müssen die Opfer um ihr Leben kämpfen, um jeden Cent Entschädigung. Da kann man eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Das ist einfach eine Riesenschweinerei. Eine Gefahr, die viel zu lange unterschätzt wurde. International gilt, dass Asbest jetzt im Englischen der biggest killer unter den krebserzeugenden Arbeitsstoffen ist. Asbest gefährdet uns auch heute noch. Überall. Die nächste Generation wird sich fragen, wie konnte dieser Irrsinn passieren? Für Martin Müller scheint es zunächst ein Glücksfall zu sein. Großeltern seiner Frau haben der jungen Familie ihre Wohnung überlassen. Endlich mehr Platz. Um Geld zu sparen, renoviert er so viel wie möglich selbst. Schließlich ist er handwerklich begabt. Doch dann, als er den PVC-Boden in der Küche herausreißt, schlägt ein Handwerker Alarm. Der Belag enthält Asbest. Asbest, sage ich mal, ist in der Gesellschaft verankert wie Atommüll. Ähnlich negativ und wenn man sich ein bisschen damit befasst, sich beliest und so weiter und recherchiert, dann weiß man, wie giftig Asbest einfach ist und das absolut schädlich für den Körper ist. Asbest ist ein natürliches Mineral, das in riesigen Minen abgebaut wird. Zum Beispiel in Russland, in China und bis vor kurzem auch in Kanada. Das Mineral besteht aus einzelnen Fasern. Damit ist es gut zu verarbeiten. Aber genau deshalb wurde es auch zu einem der tödlichsten Stoffe weltweit. In rund 60% aller vor 1990 gebauten Häuser findet man auch heute noch Asbest. Damals ein begehrter Baustoff. Feuerfest, stabil, fast unzerstörbar und günstig. Aber lebensgefährlich. Werner Schröer war ein agiler und sportlicher Mann. Bei unseren ersten Dreharbeiten im August 2015 ist er kaum wiederzuerkennen. Seine Diagnose? Lungenkrebs und 12 Metastasen im Gehirn. Der Krebs breitet sich im ganzen Körper aus. Er hat kaum noch Luft zum Sprechen. Ja, ich bin 6-mal an der Lunge operiert worden. Und einmal im Gehirn. Und Bestrahlung mit Laser. Der gelernte Kfz-Meister ist erst 52, aber berufsunfähig. Der Krebs raubt ihm alle Kraft. Als alleinerziehender Vater schafft er es inzwischen auch nicht mehr, die 3 Kinder zu versorgen. Seine 83-jährige Mutter hilft, wo sie nur kann. Die Krankheit ist eine Tragödie für die ganze Familie. Sie nahm ihren Anfang, als er noch Lehrling war und begeistert an Autos schraubte. Ohne Atemschutz. Wir haben noch ganz viele Reifen Bremsen gemacht und beim Reifenmachen, dann füllt man auch den ganzen Staub auf und da war auf jeden Fall auch noch Asbest drin. Vor allem zwischen 1960 und 1990 haben unzählige Dachdecker, Automechaniker oder Bauarbeiter mit Asbest gearbeitet. Völlig ungeschützt. Niemand wusste, dass Asbest so gefährlich ist. Rund 30, manchmal sogar 50 Jahre kann es dauern, bis nach dem Einatmen der Fasern schwere Krankheiten entstehen. Es kann jeden treffen. Gefährlich sind vor allem kleinste, freigesetzte Fasern. Wenn sie eingeatmet werden, können sie ganz tief in die Lunge eindringen. Sogar in das angrenzende Gewebe. Eine Zeitbombe, die Jahrzehnte tickt und dann alles zerstört. Ja, wir unterscheiden sogenannte gutartige Erkrankungen, was nicht heißt, dass die immer gut verlaufen, daran kann man auch sterben. Dazu gehört die Lungenasbestose. Und auf der anderen Seite haben wir mehrere bösartige Krebserkrankungen, insbesondere das Mesothelium. Das ist einer der schlimmsten
Tumoren, die wir überhaupt kennen. Mittlere Überlebenszeit nur ein Jahr der Betroffenen. Dann der Lungenkrebs und der Kehlkopfkrebs. Wenn die Asbestfasern bei der Arbeit eingeatmet wurden, dann müssen die Berufsgenossenschaften diese Fälle eigentlich als Berufskrankheiten anerkennen. Pflegegeld, häusliche Versorgung, Reha und vor allem eine Rente für die Kranken oder Hinterbliebenen. Das würde das Leben von Werner Schröer und seinen Kindern wenigstens finanziell erträglich machen. Doch sein Antrag wird abgelehnt. Wie in etwa 80% aller Fälle bei Lungenkrebs. Der Grund? Den Zusammenhang zwischen Asbest und Krankheit müssen die Betroffenen selbst beweisen. Aber wie soll das gehen? Ihm fehlen wichtige Unterlagen, die die Berufsgenossenschaft verlangt. Die Firma ist geschlossen und ich kann da nichts beweisen. Das ist einfach zu lange her. Die Anwältin Miriam Battenstein vertritt Werner Schröer und zahlreiche weitere Mandanten im Kampf gegen die Berufsgenossenschaften. Und erlebt fast täglich, wie schwer es den Betroffenen gemacht wird. Wir haben ein ganz großes Problem. Eigentlich führen die Berufsgenossenschaften sogenannte Betriebsakten über die Mitgliedsunternehmen, aus denen sich auch Asbestbelastungen ergeben können. Leider ist es so, dass wir die Erfahrung machen, dass solche Akten inzwischen vernichtet werden. Beim DGUV, dem Dachverband der gesetzlichen Unfallversicherung, bekommen wir dazu kein Interview. Nur die schriftliche Auskunft, dass man sich streng ans Sozialgesetzbuch halte. Zitat: Die Fristen für die Aufbewahrung reichen von wenigen Jahren bis zu mehreren Jahrzehnten. Und bei der Vernichtung von Akten richten wir uns nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen. Soll heißen, die Akten werden vernichtet, weil das Gesetz das erlaubt. Praktisch für die Berufsgenossenschaften, denn die Erkrankten können dann die sogenannten Faserjahre nicht nachweisen. Bei Lungenkrebs werden zum Beispiel 25 Faserjahre verlangt. Keine Kalenderjahre, sondern eine spezielle Rechengröße. Das bedeutet nicht, dass man 25 Jahre mit Asbest gearbeitet haben muss, sondern das kann man im Maximalfall schon in wenigen Monaten davontragen, wenn man entsprechend gefährlich gearbeitet hat. Professor Hans-Joachim Wojtowicz ist einer der weltweit führenden Asbestexperten. Zwar könnte er mit über 80 längst seine Pension genießen, aber das Schicksal der Opfer lässt ihn nicht los. Seit Jahrzehnten fordert er eine Umkehr der Beweislast. Die Berufsgenossenschaften müssten beweisen, dass die Krankheit nicht vom Asbest kommt. Wenn da gar nichts ist, was soll der Patient oder die Witwe dann dagegen tun? Das sind Probleme, die für mich eigentlich bisher zu wenig diskutiert und vor allen Dingen auch nicht gelöst sind. Auch zur Beweislastumkehr will sich der Dachverband nur schriftlich äußern. Zitat: Das würde bedeuten, dass die Unfallversicherung gegen den Versicherten ermitteln muss. Das will niemand. Aus Sicht der Opfer eine ziemlich zynische Argumentation. Andererseits, jeder anerkannte Fall kostet die BGs im Schnitt 350.000 Euro. Eine drohende Kostenlawine, wenn die Erkrankungen leichter anerkannt würden. Es geht natürlich um Milliarden. Und Versicherungen müssen sparen. Im Zweifel wird deshalb das Interesse der Versicherung dem entgegenstehen, dass der Patient zu seinem Recht kommt. Auch das Ehepaar Odrozek gehört zu den Asbestopfern. Günter Odrozek wurde schon 1995 ein vom Krebs befallener Lungenlappen entfernt. Vor ein paar Jahren kam noch Asbestose dazu. Seitdem kann er nur noch kurze Strecken laufen. Eine Teilnahme am normalen Leben, daran ist kaum noch zu denken. Also am schlimmsten, glaube ich, ist das auch, sobald eine Straße bergauf geht. Also am meisten möchte ich dann gar nicht erst da hochgehen, weil mich das so anstrengt, das ist nicht mehr schön. Tja, kann man nicht viel gemeinsame Sachen machen. Ne? Er kann nicht so weit laufen. Wir laufen langsam, wenn wir zusammenlaufen. Ansonsten muss ich einiges alleine machen. Ne? Als junger Mann hat der Betriebselektriker unter anderem auch an einem Trockenofen gearbeitet, der voller Asbest war. Erst 2008 erfährt er vom Asbest. Damals arbeitet er noch immer mit dem Ofen. Da erst wird ihm klar, dass der Krebs vom Asbest stammen könnte. Ich
ich war richtig schockiert, muss ich sagen. Und habe mich dann auch erstmal danach informiert, wie das denn so ist mit den Asbest und Asbestose. Und ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern, dass ich von irgendjemandem vorher irgendwo mal nachgefragt worden ist bei der Untersuchung, die man macht, bevor man da operiert wird. Ne, ob ich mal mit Gefahrstoffe oder auch mit Asbest zu tun hatte. Da hat nie irgendjemand mich danach gefragt. Er beantragt eine Rente bei der Berufsgenossenschaft, bekommt aber nur 20%. Das will er nicht hinnehmen und fordert 100. Die Reaktion? Plötzlich soll er gar nichts mehr bekommen. Begründung? Der Krebs komme gar nicht vom Asbest. Odrozek geht vor Gericht und gewinnt. Doch die BG zieht in die nächste Instanz. Dabei wäre all das Leid aus seiner Sicht vermeidbar gewesen. Ich werfe ja der BG auch nicht vor, dass sie versäumt hat, diesen Asbestmist aus den Betrieben rauszuschmeißen. Das hat die versäumt. Nicht wir. Die hätten kommen müssen und sagen, das Zeug muss ordentlich vernichtet werden. Da ist aber niemand gekommen. Jahrelang kämpft er um seine Rente. Immer wieder Gutachten, Gerichtstermine, Schriftsätze. Eine zermürbende Zeit. Die Betroffenen, die an Asbest erkrankt sind, haben das Problem, dass sie mit ihrer Erkrankung kämpfen und sie müssen einen wirklich langen Kampf gegen die Berufsgenossenschaft führen. Viele verlieren die Hoffnung oder die Kraft oder versterben auch über die Verfahren. Man kann durchaus den Eindruck haben, dass auf Zeit gespielt wird. Man kommt den betroffenen Erkrankten seitens der Berufsgenossenschaften nicht entgegen. Auch hier wieder das Problem der Beweisführung. Dieses Thema prägt fast alle Fälle der Anwältin. Zwischen dem Asbest am Arbeitsplatz und dem Krebs muss ein Zusammenhang nachgewiesen werden. Denn rein theoretisch besteht bei jedem Menschen die Gefahr, durch Asbest zu erkranken. Experten schätzen, dass sich in der Atemluft einer normalen Stadt etwa 220 Fasern pro Kubikmeter befinden. Die Frage ist wirklich erstmal, hat jemand einen Asbestkontakt gehabt? Und zwar einen, der beruflich bedingt über das hinausgeht, was die Normalbevölkerung hat. Wir alle haben ein bisschen Asbestexposition. Das ist das Allerwichtigste. Und daran mangelt es auch häufig, dass die Einschätzung der quantitativen Asbestexposition, dass die nicht genau ist. Das ist eines der Hauptprobleme. Doch nicht immer geht es nur darum, ob Asbest die Krankheit ausgelöst hat. Selbst wenn das eindeutig bewiesen ist, heißt das nicht automatisch, dass die Berufsgenossenschaften auch zahlen. So wie bei Mechthild Suissen, die wir im Juli 2015 zum ersten Mal besuchen. Die Betriebswirtin war beruflich erfolgreich und Hauptverdienerin der Familie. Jetzt mussten sie in eine viel zu kleine Wohnung umziehen, weil sie nicht mehr arbeiten kann. Sie hatte schon als Kind intensiven Asbestkontakt. Ihr Vater war Dachdeckermeister. Als ich so ungefähr 7 Jahre alt war, da habe ich angefangen, meinem Vater einfach zu helfen, wenn er nach Hause kam mit der Arbeitskleidung, habe ich die genommen, habe die ausgeschlackert über der Badewanne, weil die war total staubig, und habe dann diese Kleidung in die Waschmaschine getragen. Und ja, das war mein Kontakt mit Asbest und das ging über gut 10 Jahre lang. Vor einigen Jahren dann die Schockdiagnose. Ein Mesothelium, ein bösartiger Bauchfelltumor, der ausschließlich durch Asbest hervorgerufen wird. Die Ärzte sagen ihr damals, dass sie nur noch wenige Monate zu leben habe. Und dass diese Zeit die härteste ihres Lebens werde. Ich hatte 2 große Bauchoperationen. Da wurden mir alles Mögliche aus dem Bauch herausgeschnitten, was halt vom Krebs befallen war. Die Gebärmutter, die Eierstöcke, die Gallenblase, große, große Teile vom Bauchfell, ewig viele Lymphknoten an der Blase, an der Milz, an der Leber. Also einmal so ein richtiger Kahlschlag. Danach ist ein Körper erstmal fertig. Die Krankheit wurde in ihrer Kindheit angelegt, durch den Beruf ihres Vaters. Auch der ist inzwischen schwer krank. Und indirekt trifft es jetzt auch ihre Kinder. Der erste Gedanke, der sich breit macht, ist, ich muss jetzt sterben. Das war auch das, was mir der Arzt eröffnet hat, dass die Lebenserwartung eben sehr, sehr kurz sei, ein halbes bis dreiviertel Jahr. Und meine Kinder waren noch keine 3 und keine 5 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und das war das Allerschlimmste für mich,
mich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, dass meine Kinder meine Liebe nicht mehr werden erleben können und sich auch nicht daran werden erinnern können, denn sie waren einfach zu klein. Dass die Krankheit vom Reinigen der Berufskleidung ihres Vaters kommt, steht eindeutig fest. Die Berufsgenossenschaft bestreitet das auch gar nicht. Trotzdem soll Mechthild Suissen leer ausgehen. Keine Rente, keine Absicherung für die Kinder. Und das, obwohl die Familie durch die Krankheit ohnehin fast schon auf Sozialhilfeniveau lebt. Von unserer Lebensweise hat sich eigentlich alles geändert. Wir haben in München oder im Großraum München, im Speckgürtel von München, im Paradies gelebt. Das kann man wirklich so sagen. Wir wohnen jetzt hier an einer Hauptverkehrsstraße. Dazu kommt noch, dass diese Wohnung, in der wir jetzt hier in Bochum wohnen, ja noch erst an unsere Bedürfnisse angepasst werden muss. Das heißt, wir haben hier keine Kinderzimmer. Keiner kann sich ausbreiten oder zurückziehen irgendwo. Es gibt keine Ruhepunkte zurzeit für uns. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied in der Lebensqualität, den wir zurzeit leben müssen. Auch dazu will sich die Berufsgenossenschaft nicht vor der Kamera äußern. Sie beruft sich aufs Bundessozialgericht. Das hat in zwei anderen Fällen geurteilt. Wer die Arbeitskleidung des Ehemanns wäscht, ist für den eigenen Haushalt tätig. Nicht für die Firma. Eine hausfrauliche Pflicht sozusagen, auf eigenes Risiko. Das will Mechthild Suissen nicht hinnehmen. Und ihre Anwältin findet die Argumentation der BG und der Richter geradezu zynisch. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht ein Skandal. Es darf nicht sein, dass die Entsorgung todbringender Gefahrstoffe dem Privathaushalt zugerechnet wird und dass Ehefrauen und Kinder ungeschützt und unentschädigt bleiben. Der brutale Umgang der juristischen Entscheidungsträger mit den Asbestopfern ist eine schwere seelische Belastung. Neben den Schmerzen, den finanziellen Sorgen und der Angst um die Zukunft der Kinder. Viele resignieren, weil sie keine Kraft mehr haben. Mechthild Suissen hat nur noch ein Ziel. Ich möchte gerne mit dem Gedanken sterben, dass meine Kinder nicht leiden müssen, wenigstens finanziell nicht leiden müssen, weil ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Ob eine Berufskrankheit anerkannt wird oder nicht, das entscheiden Gutachter. Die kann man zwar generell frei wählen, doch in den meisten Fällen entscheiden die Experten des sogenannten Mesotheliomregisters an der Uni Bochum. Dort werden pathologische Proben von möglichen Asbestopfern aus ganz Deutschland begutachtet. Krebs kann viele Ursachen haben. Für eine Anerkennung als Berufskrankheit werden zusätzliche Befunde verlangt. Oft ist das erst nach dem Tod feststellbar. Was wir bei diesem Patient durch die Sektion, durch die Autopsie oder durch die Leichenöffnung auch noch nachweisen konnten, sind Veränderungen, die auf eine Asbestexposition zweifelsfrei hindeuten. Diese plattenartigen, gelblichen Veränderungen nennt man Pleuraplaques. Und diese Pleuraplaques sind ein fast sicheres Zeichen, dass dieser Patient asbestexponiert war. In der Fachsprache nennt man das Brückenbefunde. Ohne die haben die Betroffenen keine Chance. Aber oft sind sie erst hinterher nachweisbar. Leider zu Lebzeiten gab es hier Interpretationsspielräume, weil man diese Pleuraplaques zu Lebzeiten nicht gesehen hat. Aber bestimmte Sachen können halt in der Bildgebung nicht nachgewiesen werden. Das ist die Domäne der, muss man sagen, Leichenöffnung. So müssen viele Patienten erst sterben, bevor sie eine Anerkennung bekommen. Auch Asbestfasern gelten als Brückenbefund, obwohl man weiß, dass auch wenig Asbest schon Krebs auslöst. Sie sind potenziell gefährlich, wenn Sie, und das gibt es ja das Schlagwort, eine Faser Asbest einatmen. Eine Faser reicht. Doch um die Methoden des Mesotheliomregisters gibt es Streit. Professor Wojtowicz und sein Team kritisieren, dass es nicht über ausreichende Technik zur Suche von Asbestfasern verfüge. Außerdem hätten viele Betroffene gar keine Fasern mehr in der Lunge. Denn insbesondere das am weitesten verbreitete Weißasbest Chrysotil verflüchtigt sich wieder. Trotzdem kann es vorher Krebs auslösen. Wenn man nach 30 Jahren also schaut, dann wird man nicht mehr viele Weißasbest-Asbestkörperchen finden können. Und das ist dann für den Patienten unter Umständen
die Ablehnung seines Anspruches auf eine Berufskrankheit. Weißasbest oder auch Chrysotil wurde in Deutschland zu 95% eingesetzt. Dass es sich über die Jahre in der Lunge wieder auflöst, wird von den Experten Fahrerfluchtphänomen genannt. Das Chrysotil, das verschwindet mit einer Halbwertszeit von etwa 3 Monaten. Je nach Versuchsaufbau ist das ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn wir heute in der Lunge vielleicht 20 Fasern finden, dann können Sie zurückrechnen bei einer Halbwertszeit von 3 Monaten, dass vor 5 Jahren ungefähr 20 Millionen dieser Fasern vorhanden waren und vor 10 Jahren waren das etwa 20 Billiarden. Die Kritiker bemängeln zudem, dass das Mesotheliomregister wie ein unabhängiges, fast schon staatliches Institut auftrete. In Wirklichkeit sei es aber der verlängerte Arm der Berufsgenossenschaften und habe fast eine Monopolstellung bei der Bewertung und Ablehnung von Asbestberufskrankheiten. Angegliedert an die Uni Bochum wirkt es zunächst unabhängig. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass die Georgius Agricola Stiftung Ruhr dahinter steht. Und wer steckt laut Stiftungsregister wiederum dahinter? Eine Berufsgenossenschaft. Die BG Rohstoffe und Chemische Industrie. Vorstand Professor Andrea Tannapfel. Wie kann man dann unabhängig Berufskrankheiten bewerten? Das fragen wir und das fragen sich auch andere. Dieser Vorwurf ist natürlich nicht neu, aber wir sind Pathologen, möchten natürlich jedem was Gutes tun, ist dann auch immer traurig, Entschuldigung für diesen unprofessionellen Begriff, wenn man nichts findet. Auf der einen Seite sagt man, da ist gut, dass nichts drin ist. Da wohnen 2 Herzen in der Brust, aber da ist man Wissenschaftler und stellt die Diagnose mit Ja und Nein. Auch im Fall von Werner Schröer kann man an der Genauigkeit und Unabhängigkeit des Instituts Zweifel bekommen. Denn in der Stellungnahme des Mesotheliomregisters wurde der Kfz-Meister als Dachdecker beschrieben. Ein grober Fehler. Sein Antrag scheint mit Textbausteinen abgelehnt worden zu sein. Das kann nicht richtig sein, denn wir müssen, wenn wir kritisch Dinge hinterfragen wollen, auch andere Meinungen hören. Und dann können wir nicht nur eine einzige Institution hören, die noch dazu jetzt eine Stiftung ist. Und man weiß gar nicht so recht, wie unabhängig ist diese Stiftung eigentlich. Dabei wird das Thema noch weiter an Bedeutung gewinnen. Asbest ist in Deutschland zwar seit 1993 verboten und in der ganzen EU seit 2005. Trotzdem werden jährlich rund 9.500 Asbesterkrankungen neu bei den BGs gemeldet. Lungenkrebs, Mesothelium und Asbestose stehen inzwischen auf Platz 4 aller Berufskrankheiten. Aber der Höhepunkt der Erkrankungswelle steht erst jetzt bevor, wegen der Latenzzeit von 30 bis 50 Jahren. Wir steuern jetzt erst auf den Gipfel zu. Ich erwarte, dass der Gipfel in den Jahren 2017 bis 2020 eintritt. Und das zeigen uns auch die Schätzungen der internationalen Asbestforscher. Sogar in Deutschland wird, trotz des Verbots, noch vereinzelt Asbest eingesetzt. Der Chemiekonzern Dow Chemicals in Stade nutzt das Mineral zur Chlorelektrolyse. Mit einer Ausnahmegenehmigung der EU bis 2025. Das Hauptargument? Ohne Asbest stünden über 1000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Das ist sicherlich ein Problem gewesen, dass Dow Chemical da politisch auch wohl sicherlich gut vernetzt war, um dafür zu sorgen, dass sie diese Ausnahmeregelung bekommen haben. Und es war in der Tat nicht einfach, auch dann für einen grünen Umweltminister 2013 endlich ein Ausstiegsszenario zu bekommen. Das ist bei Wirtschaftsinteressen, die dahinter stehen, nicht so einfach. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist. Doch vor allem hat Deutschland mit Asbest als Altlast zu kämpfen. In Büros und Fabrikhallen, in Wohnhäusern und Gartenlauben. Überall wurde das krankmachende Material verbaut. Jahrzehntelang. Da können bundesweit noch Milliarden auf den Steuerzahler zukommen. Zum Beispiel bei der Sanierung von öffentlichen Gebäuden. Der gesamte Nachkriegsbestand kommt jetzt in die Renovierungsphase. So wie bei der Uni Konstanz. Volle 5 Millionen Euro kostete es extra, die asbestbelastete Bibliothek auszulagern. Samt allen Büchern. 1,8 Millionen. Bände, die einzeln angefasst und abgesaugt wurden. Allerdings nicht von unserem Personal selbstverständlich, sondern von einer damit beauftragten Spezialfirma, die auf Asbestsanierung spezialisiert ist. Bei Jonas Rohming boomt das Geschäft. Der Parkettlegemeister bietet auch die fachkundige Entfernung und Entsorgung von belasteten Baumaterialien an.
Zahllose Häuser aus der Asbest-Ära machen gerade einen Generationswechsel durch. Viele Käufer oder Erben fallen bei der Renovierung aus allen Wolken. Das ist noch ein anderes Beispiel für einen asbesthaltigen Boden in Wohnhäusern. Bis in die 70er Jahre viel verbaut, Flexplatten. Die erkennen wir sehr gut daran, an dieser Marmorierung. Und wenn die im Haus liegen, ist das egal. Aber wenn man sie ausbaut, dann sollte man auch einen Fachbetrieb rufen, weil die sollten nicht brechen beim Ausbau, weil die asbestheilig sind und dann die Fasern in die Luft gelangen können. Im Internet gibt es inzwischen viele Tipps für Bauherren und Sanierer. Solange die Asbestmaterialien fest verbaut sind, droht wenig Gefahr. Sobald sie aber ausgebaut und gebrochen werden, können sich die tödlichen Fasern im ganzen Haus ausbreiten. Wer unsicher ist, sollte professionellen Rat einholen. Also er könnte sich zunächst mal auf einen sachkundigen Handwerksbetrieb stützen und den bitten, mit ihm eine Begehung des Objektes zu machen. Auch der Sachkundige wird es augenscheinlich nicht immer sehen können. Dann bleibt nichts anderes übrig, als auch Materialproben von einzelnen Stoffen zu untersuchen. Und anhand der Materialprobe kann man dann zweifelsfrei feststellen, ob ein Asbestgehalt gegeben ist oder eben nicht. Auch Martin Geprägs hat ein Haus aus den 70er Jahren gekauft. Die Eigentümer waren vor kurzem verstorben. Bald wollte er hier mit seiner Familie einziehen. Er dachte, es sei eine günstige Gelegenheit. Wegen eines Hagelschadens gab es einen ordentlichen Preisnachlass. Und renovieren wollte er selbst. Aber dann? Das Erste, was wir gemacht haben, das war ein Schadstoffgutachter, haben wir eingeschaltet. Und er hat sich die ganze Situation vor Ort angeschaut und hat dann gesagt, man muss erst mal die Schadstoffe sanieren, ausbauen. Auch hier Asbest. Auf dem Dach und in mehreren Räumen. Vor allem in den Bodenbelägen und im Kleber. Statt billig selbst zu renovieren, muss Martin Geprägs nun teuer sanieren. Die spezialisierte Abbruchfirma hat eine Schleuse aufgestellt. Wer rein oder raus will, muss hier durch. Ein Riesenaufwand. Aber nur so bleibt die Asbestbelastung bei unter 500 Fasern pro Kubikmeter Luft. Das ist der Grenzwert. Wer auf diese Maßnahmen verzichtet oder selbst Hand anlegt, um Geld zu sparen, verteilt die Asbestfasern überall im Haus. Sie werden da sehr schnell in einen Bereich kommen, wo Sie zumindest mehrere Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Fasern je Kubikmeter Luft freisetzen. Es gibt Messwerte, wenn man beispielsweise mit einem Winkelschleifer an eine Asbest-Zementplatte herangehen würde, da sind wir im Bereich mehrere Zehnermillionen Fasern. Sicherer ist es, ein Unternehmen zu engagieren, das eine Zulassung zur Asbestentfernung hat. Im Betrieb von Thilo Schaufuß kann man sehen, wie aufwendig das ist. Wichtigste Maßnahme für Handwerker wie für Privatleute. Eine hochwertige Maske, die die Fasern aus der Atemluft herausfiltert. Und ein Schutzanzug. Das Asbestmaterial sollte auf keinen Fall an die Kleidung gelangen. Dann würden sich diese Asbestfasern in der Kleidung festsetzen und beim Einsteigen ins Fahrzeug dort das Fahrzeug kontaminieren. Oder beim Heimgehen in die Wohnung kontaminieren, die Waschküche oder, aus Unkenntnis heraus. Und gefährdet damit Dritte durch die Faserfreisetzung. Und das ist ja das Gefährliche. Nach der Arbeit muss die Schutzkleidung zusammen mit dem Baumaterial entsorgt werden. Wer solche Stoffe oder Kleidung einfach in einen normalen Müllcontainer wirft, riskiert, dass sich die schädlichen Fasern an anderer Stelle verbreiten. Es gibt genaue Vorschriften. Diese Produkte müssen verpackt werden, sodass eben keine Fasern in die Umwelt gelangen können. Sie müssen sicher transportiert werden und sie müssen bei einer zugelassenen Deponie dann angeliefert werden. Da wird Asbest dann wieder eingebaut in die Erde. Wer sich nicht daran hält, der macht sich strafbar. Wir besuchen eine solche Spezialdeponie im schwäbischen Dusslingen bei Tübingen. Angeliefert werden dürfen nur Abfälle, die sicher verpackt sind. In sogenannten Big Bags. Thomas Leichtle ist schon lange im Geschäft und immer wieder sprachlos, wie unbekümmert viele Bauherren mit Asbestmüll umgehen. Die haben vielfach dann auch die Vorstellung, ach komm, diese Zementfaserplatten, die sind ja auf meinem Dach drauf. Und es wird schon nicht so tragisch sein. Und wenn Sie dann hören, es muss aufwendig verpackt werden, ja, das ist ein Aufwand. Und dann kommen die Kosten dazu. Wir verlangen immerhin pro Tonne Abfall 94 Euro. Also kostet schon mal was.
Die eingepackten Abfälle werden vergraben und mit mehreren Lagen Erde und Schutt bedeckt. Damit sie nie wieder ans Tageslicht kommen, sind die Abschnitte genau eingeteilt und kartografiert. Die gesamte Zone hier darf nicht betreten werden. Martin Gebrex musste sein Haus inzwischen sogar ganz abreißen, weil die Bausubstanz zu schlecht war. Trotzdem muss er allein für die Asbestentsorgung über 20.000 Euro bezahlen. Eine Menge Geld. Einfach weg. Das kann Immobilienkäufer in den finanziellen Abgrund stürzen. Und es kann auch die Mieter treffen. So wie Daniel Jeschke. Er ist mit seiner jungen Familie erst vor kurzem in diese Wohnung in Berlin gezogen. Doch dann mussten sie feststellen, der Fußboden ist asbestbelastet. Ja, wir fühlen uns natürlich sehr unwohl, weil wir wissen natürlich nicht genau, was für Konsequenzen hat das für die Gesundheit und gerade auch für unsere Tochter, was für Konsequenzen stehen da im Raum. Zwar hat in der Wohnung Laminat verlegt, doch darunter befinden sich immer noch die alten Vinyl-Asbestplatten. An den Rändern stehen beschädigte Platten über, die Fasern freisetzen. Eigentlich müsste die Vermieterin die Wohnung sanieren. Doch die bestreitet zunächst, dass die Platten überhaupt Asbest enthalten. Und als ein Labor einen hohen Anteil von Chrysotil, also Weißasbest, nachweist, gibt es Streit um die Kosten. Ich bin auf rund 8.000 Euro Kosten für eine Wohnungssanierung gestoßen. Und das ist einfach nicht machbar für uns. Also wir sind eine junge Familie, wir haben nur ein Einkommen. Ich muss das alles decken und da sind keine 8.000 Euro für eine Sanierung übrig. Weil er nicht mehr weiter weiß, hat Daniel Jeschke einen Anwalt engagiert. Sven Leistiko betreut Hunderte von asbestgeschädigten Mandanten. Vor allem Mieter, die sich gegen ihre Vermieter durchsetzen müssen. Dass die Eigentümer sich beim Thema Asbest so sperren, erlebt er oft. Sie scheuen nicht nur die hohen Kosten für die Sanierung, sondern sie würden das ganze Thema am liebsten verdrängen. Naja, es spielt eine große Rolle beim Wert auch der Immobilienanlage, nicht? Wenn man offiziell über Asbest spricht, nach draußen offen kommuniziert, dann ist auch klar, dass der Marktwert des Produkts sinkt. Das ist sicherlich ein Nachteil. Im Grunde genommen fällt man sogar aus den Vergleichsmieten raus. Die Vergleichsmieten, die ja angesetzt werden in den großen Städten mit Mietspiegeln, um zu sehen, wie hoch ist das Mietniveau eigentlich, müsste im Grunde genommen umgeschrieben werden, wenn man die schadstoffbelasteten Wohnungen mit reinrechnet. Die senken den Preis und befinden sich keinesfalls auf demselben Niveau wie eine schadstofffreie Wohnung. Durch die immer noch hohe Asbestbelastung in den Häusern kann jede Renovierung, jeder Abbruch zur Gesundheitsgefahr werden. Einer von Leistikos größten Fällen. Er vertrat fast 4.000 Angehörige der Opfer vom 11. September beim Prozess gegen die Terrorzelle. Mehrere der Attentäter hatten in Deutschland gelebt. Der Anschlag auf das World Trade Center gilt als der größte Terrorakt, den die Welt je erlebt hat. Fast 3000 Menschen starben damals in den Trümmern der Hochhäuser. Eine Katastrophe ohne Beispiel. Doch Sven Leistiko glaubt, dass langfristig noch mehr Menschen an den Spätfolgen der Anschläge sterben werden. Wenn Sie sich an die Bilder erinnern können, die ja dann vielfach zu sehen waren, das sind durch die Straßenschluchten New Yorks diese weißen Wolken gingen, die Leute ja teilweise weiß dann mit dem Staub bedeckt dort herumliefen. Da handelt es sich um Asbest, ja, also nicht in Reinfall, das ist auch Kalk und andere Stoffe, aber innen drin eben Asbest und das ist eine enorme Gefahr, die dort also austrat. Von den Nachwirkungen mit Sicherheit, Anzahl der Toten, ähnlich größer als das, was der Anschlag selber verursacht hat. Gut ein Jahr nach unseren ersten Dreharbeiten wollen wir wissen, wie es Mechthild Suissen geht. Mit ihrem lebensbedrohlichen Baufelltumor hatten ihr die Ärzte nicht viel Hoffnung gemacht. Doch im Moment geht es ihr erstaunlich gut. Ein kleines medizinisches Wunder ist geschehen. Dem gefällt das da, glaube ich, ganz gut. Ich war ja schon austherapiert. Es gab für mich nichts mehr, was helfen konnte. Und jetzt nehme ich an einer Studie teil, wo ein Immunpräparat ausprobiert wird.
Das hat man erfolgreich für Hautkrebs getestet und entdeckt, dass das auch für Mesotheliome Wirksamkeit zeigt. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich daran teilnehmen darf. Das Volumen ihres Tumors hat sich halbiert. Zwei Behandlungsrunden hat sie schon hinter sich. Zwei braucht sie noch. Aber jede kostet 120.000 Euro. Und jede muss einzeln von ihrer Krankenkasse genehmigt werden. Noch immer hat die Berufsgenossenschaft ihr Mesothelium nicht als Berufskrankheit anerkannt. Das würde ihr viele Ängste ersparen. Ich verspreche mir natürlich, dass im Falle einer Anerkennung meines Falls als Berufskrankheit wir einen weiteren Kostenträger hätten, der sich an diesen Krankheitskosten beteiligen kann. Und wir dann auch nicht mehr diese Angst haben müssen vor jeder weiteren Genehmigungsrunde. Das wäre sicher enorm hilfreich. Im Juli hat sie vor dem Sozialgericht einen Prozess gegen die Berufsgenossenschaft verloren. Das Gericht sieht nur ihren Vater als versicherte Person an, nicht sie. Obwohl sie seine asbestverseuchte Berufskleidung gewaschen hat, was eigentlich Aufgabe der Firma gewesen wäre. Doch sie gibt nicht auf und geht jetzt in die nächste Instanz für ihre Kinder. Ich finde es nicht gerecht, dass ich als Kind, nicht wissend, was ich da tue, für einen versicherten Menschen Gefälligkeiten ausgeübt habe, aber ich nicht versichert bin. Das finde ich nicht gerecht und am Ende siegt die Gerechtigkeit. Da glaube ich ganz fest dran. Auch das Schicksal von Werner Schröer hat uns nicht losgelassen. Er hat als junger Kfz-Meister Asbest im Bremsstaub eingeatmet und Lungenkrebs bekommen. Als wir 2015 darüber berichteten, hatte ein Zuschauer der Familie sogar einen Urlaub spendiert. Wir wollen uns für neue Dreharbeiten verabreden. Doch wir müssen erfahren, der Vater von drei Kindern ist gestorben. Wir waren zusammen verreist eine Woche vorher, ja. Und er hat sich sehr wohl gefühlt. Er hat auch nicht damit gerechnet, dass er sterben würde. Aber ich habe im Nachhinein in dem Bericht gelesen, dass er doch noch Metastasen verstreut hatte und dass er doch nicht so gesund war, wie er sich selber fühlte. Hier liegt er und wir sind auch alle traurig, dass er gestorben ist. Und ich konnte mir auch ein klein wenig denken, dass Papa das auch nicht überstehen wird. Inzwischen ist Werner Schröers Ex-Frau wieder eingezogen und kümmert sich um die drei Kinder. Eigentlich wollte sie den Kampf gegen die Berufsgenossenschaft weiterführen. Aber sie hat den Nervenkrieg aufgegeben. Ich habe die Klage zurückgezogen, weil mir wichtig war, dass Ruhe und Frieden ins Leben unserer gemeinsamen Kinder kommt. Vorher diese Unruhe mit der Vater ist immer wieder im Krankenhaus, dann kommt er wieder nach Hause. Die Kinder haben Angst. Ich möchte einfach, dass denen sämtliche Angst genommen wird, sondern die das sichere Gefühl haben, es ist jemand da. Und vor allen Dingen sich nicht bedroht fühlen von jeden Tag bricht wieder irgendetwas herein. Auch keine Nachrichten von irgendeinem Anwalt oder so, der dann das Thema wieder aufbrechen will, sondern tatsächlich, dass dann Ruhe ist. Keine Rente für die Kinder, kein Schadensersatz, kein Schmerzensgeld. Alles in allem ging es um eine sechsstellige Summe. Den Ausschlag gab ein Anruf der Berufsgenossenschaft. Ihr wurde gesagt, sie werde vor Gericht keine Chance haben. Ihr Mann sei an Herzversagen gestorben. Die BG hat mir also mitgeteilt, dass mein Mann nicht die erforderlichen Faserjahre aufbringen wird, egal wie sehr die noch aufrunden würden und etc. Und das täte ihnen zwar sehr leid, aber das ist halt ein persönliches Schicksal, dass das halt so ist. Und dann eben, dass die Obduktion kein Asbest nachweisen konnte. Das schien ihr so plausibel, dass sie die Klage zurückzog. Die BG ist aus dem Schneider. Anwältin Miriam Battenstein hat das schwer getroffen. Sie rechnete sich gute Chancen aus, die Klage zu gewinnen. Weißasbest ist nach so vielen Jahren oft nicht mehr nachweisbar. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch der Auslöser war. Und wichtige Untersuchungen standen noch aus. Das Vorgehen der Berufsgenossenschaft findet sie menschlich empörend.
Ich finde, das ist ein Skandal. Es geht nicht an, wenn jemand verstorben ist, dass man die Mutter der Waisen anruft und auf diese Einfluss nimmt, dass doch die Asbestbelastung nicht gereicht hat, um ein asbestbedingtes Krebsgeschehen auszulösen. Das ist ein Unding. Der behandelnde Arzt des Verstorbenen ist nicht überrascht. Die BGs haben die Anerkennungskriterien extrem hochgeschraubt. 4 von 5 Anträgen werden abgelehnt. Und den meisten Schwerkranken fehlt die körperliche und finanzielle Kraft, vor Gericht zu ziehen. Man darf eigentlich nicht aus der Tatsache, dass man im Lungengewebe keine Asbestfasern finden, schließen, dass er keine asbestbedingte Erkrankung hat. Dass da, sagt es nochmal, wissenschaftliche Lücken vielleicht noch bestehen, das ist klar. Aber im Moment ist es halt so, dass man sagt, wenn man gar keine Brückenbefunde hat, gar keine Erkrankungszeichen sonst durch das Asbest, dann kann man auch nicht einfach sagen, dass dieser Tumor durch das Asbest verursacht ist. 8 Jahre dauert jetzt schon der Kampf von Günter Odrozek gegen die Berufsgenossenschaft. Und er wird wohl noch weitere Jahre dauern. Ihn viel Zeit, Geld und Nerven kosten. Das ist einfach eine Riesenschweinerei. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, was die verantwortlichen Leute da sich denken. Doch die Geschichte des Asbests ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Außerhalb Europas wird es weiter abgebaut. In riesigen Minen in Russland, China oder Brasilien. Alleine Russland exportiert jährlich 500.000 Tonnen, vor allem in Entwicklungsländer wie Indien oder Thailand. Als Dächer für die Armen liegt Asbest auf Millionen Häusern. Die Menschen dort haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Ein weltweites Verbot muss dringend her. Doch eine internationale politische Allianz gegen Asbest sucht man vergeblich. Ja, ich glaube, dass es auch ein Problem ist, dass es ein Stück weit aus dem Blickfeld gerät, immer mal wieder, weil es eben in den Industrienationen, jetzt auch in Kanada, mittlerweile raus ist aus der Nutzung. Und das ist einfach ein Problem, auf Länder zu schauen, die weiter weg sind. Und zum anderen kommt natürlich dann oft auch der Vorwurf des Neokolonialismus nach dem Motto, ihr wollt uns was verbieten. Das ist durchaus heikel bei internationalen Verhandlungen. Und ich würde mir auch wünschen, dass unsere Bundesregierung da deutlich mehr auch international investiert, um alle Länder davon zu überzeugen, damit zu gehen. Der Profit ist offenbar zu verlockend und das Gefahrenbewusstsein zu gering. Weltweit atmen immer noch viele Millionen Menschen Asbeststaub ein. Die WHO hat eine Statistik kürzlich publiziert, dass wir von 200.000 Todesfällen durch Asbest jedes Jahr ausgehen müssen. Und dass wir insgesamt über die ganze Asbestzeit, in der wir das also angewendet haben, von etwa 10 Millionen Toten weltweit ausgehen müssen. Den größten Fehlschluss der Industriegesellschaft. Obwohl Asbest seit 1993 verboten ist, die Gefahr ist immer noch unter uns. Viele Opfer müssen bis zum Ende ihrer Tage um eine Entschädigung kämpfen. Und ihre Zahl steigt weiter an. Es kann jeden treffen. Und trotzdem wird Asbest weiter massenhaft abgebaut und eingesetzt. Und es wird weiter Menschen töten. Weltweit.